Ja, letztes Jahr auch hier dabei, dann natürlich bei den Fünfjährigen im Finale Neunter geworden. Caracciola MT, ein Sohn des Chin Champ, aus einer Kalido-Mutter gezogen von Miriam Kathleen Haag, im Besitz des Gestütes Vorwerk wiederum und im Sattel Melanie Teves. Also man sagt ja eigentlich, dass diese Rassemerkmale immer mehr verschwimmen, aber an dem steht das Schild Holsteiner schon relativ groß dran, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Er steht sehr im Holsteiner Typ, aber im Holsteiner Dressurtyp, den es ja nicht so oft gibt, weil das Holsteiner Dressurpferd ja nicht speziell gezüchtet wird. Aber der Ablauf eben übers Knie, übers Vorderfußwurzelgelenk, die Oberlinie, wie sie konstruiert ist, das ist schon holsteinisch, aber sympathisch. Muss ich mal eine ganz unfachliche Bemerkung machen. Der hat ja ein absolutes Knutschgesicht, dieser Schimmel. Ja, der hat auch einen ganz tollen Gesichtsausdruck, das weiß ich schon vom letzten Jahr, wie er hier sich so auf dem Viereck präsentiert, wie er immer guckt, das Ohrenspiel, das ist bei ihm schon außergewöhnlich, wird vielleicht auch noch betont dadurch, dass sein Gesicht schon etwas heller ist, aber das muss man ein bisschen beobachten, weil da schmeichelt er sich einfach ein. Schade, eine Mini-Mini-Unsicherheit so in der Mitte mal ganz Ja. kurz, ne? Aber sonst ja finde ich schon sehr schön im Takt und wir hatten ja heute schon einige, die so ein bisschen gelaufen sind. Ich finde, das hat er uns hier schon sehr viel ausgereifter gezeigt. Ja, es ist ein Pferd mit sehr viel Ablauf. Die Holsteiner haben ja nicht so viel Grundschwung, nicht so eine sehr ausgeprägte Elastizität im Ablauf, sondern mehr Ausdruck, dass sie mehr übers Knie kommen und einfach mehr auch ihre Gelenke einsetzen und nutzen und dadurch etwas mehr Spektakel sozusagen veranstalten. Aber das gefällt auch und vor allem wissen wir, dass das natürlich auch ein Ablauf ist, der nachher für den Grand Prix-Sport auf jeden Fall interessant wird. Aber auch sehr schöne Schulter herein. Sieht schon sehr reif aus, das Pferd. Ist auch schon recht stabil vorne oben vor ihr, ne? Ja, der hat auch irgendwie eine gut aufgesetzte Haltung, zieht da gut ran und ja, das irgendwie passt bei dem alles zusammen. Ein sympathischer Kerl. Auch wie er hier durchzieht, das sieht schon nach einem richtigen Dressurpferd aus. Also damit meine ich, das sind alle Dressurpferde, aber dass er schon nach einer Dressurprüfung Ja. aussieht, nicht mehr Dressurpferdeprüfung. Was nicht negativ gemeint ist, sondern für seine innere Reife auch spricht. Na, jetzt bin ich gespannt, ob sie da noch was drauflegen kann jetzt hier. Sie hatte ihn ja da hinten eigentlich schon wirklich sehr lang. So richtig Unterschied. Mittel- und starker Schritt ist es, glaube ich, nicht. Nö, aber trotzdem sehr guter, starker Schritt. Und ich glaube, am Ende zählt vielleicht die Note gut. Die Seiten richten kann natürlich die erste Diagonale sehr, sehr gut Ja. sehen. Aber ich glaube, wichtig ist fast, was hier am Ende rauskommt, dass auf der zweiten Diagonale auch wirklich Schritt, sehr raumgreifender, losgelassener Schritt im starken Tempo herauskommt. Ich glaube, dass das höher bewertet wird als der Mittelschritt zu Beginn. Der Mittelschritt, das glaube ich schon so gemacht, wie du vorhin schon andeutetest, dass man da nicht gleich Vollgas geben muss, sondern dass die Pferde auch so einen Moment Zeit haben vielleicht.
Er sah ein wenig kurz aus, der Wechsel. Ich habe ihn jetzt leider nur von vorn gesehen, habe nicht auf den Monitor geschaut, um das Seitenbild zu sehen. Noch so ein bisschen schief auch, ne? Mit dem Hintern. Oh, hier, wie er immer wieder die Ohren spitzt. Und positiv bei der Sache ist. Er hat so eine unglaubliche positive Ausstrahlung. Ich kann gut verstehen, dass sie diesen Hengst erworben hat. Super Wechsel. Mm, der sah toll aus, ja. Jawohl. Eine sehr gut gelungene Prüfung. Ein Holsteiner wirklich mit drei sehr guten Grundgangarten. Der auch beim Publikum gut ankommt, der schmeichelt sich eben einfach ein. Das ist so einer, aber wirklich, ja. Ich glaube, da hätten einige von uns gerne ein Plätzchen auf dem Hänger. Ja. Die Wertnoten für die Programmnummer 103. Trab 8,0, Schritt 8,5, Galopp 8,0, Durchlässigkeit 9,0, Gesamteindruck 8,5, Endnote 8,4. Ja, damit ordnet er sich punktgleich zu Quarter Dance bisher auf dem zweiten Platz ein. Und ich würde mal sagen, die Chancen, dass wir ihn im Finale wiedersehen, auf direktem Wege heute sind schon ganz gut. Ja, das glaube ich auch. Also das Pferd hat heute wirklich sein Bestes hier gegeben, sich mit einem tollen Interieur gezeigt. Und wenn man auch nochmal die Zeitlupe anschaut, mit welcher Freude er auch diese Trabverstärkung geht. Irgendwie hat man das Gefühl, der hat fast ein Lächeln im Gesicht.